Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine kleine Manga-Review, wieder eine Wunsch-Review und zwar dieses Mal zu Obaka-chan. Der ist von Sato Sakuri, ist erstmals im Jahr 2008 in Japan erschienen und ist mit 7 Bänden abgeschlossen. Bei uns in Deutschland gibt es bisher 2, also wir sind noch relativ am Anfang und ja, in der Story geht es um Nero. Sie will jetzt ein liebes Mädchen werden, sie ist vorher eine Problemschülerin gewesen, wenn man so sagen möchte. Sie hat immer Ärger gemacht, sich viel geprügelt und möchte nun jetzt ein liebes, nettes Mädchen werden und nette Jungs auch kennenlernen, ja. Okay, sie hat also die Schule gewechselt, um das zu schaffen. Allerdings ist der Start in der neuen Schule nicht ganz so toll, denn sie trifft natürlich direkt auf jemanden, der in Schwierigkeiten ist und ja, boxt sich dann sozusagen durch dieses kleine Debakel und landet dann auch direkt beim Schulleiter und erfährt dann, dass sie in eine Sonderklasse kommt und zwar in die Baka-Klasse, also die Idiotenklasse auf Deutsch. Und ja, das ist natürlich gar nicht so ihr Ding. Es ist eine relativ kleine Klasse, ein Mädel ist dabei, das ist Najika. Sie interessiert sich aber nur für Jungs, Mädels sind ihr komplett egal, sie interessiert sich nur dafür, was die Jungs von ihr denken. Ja, sie erklärt ihr dann, wer noch alles in der Klasse ist. Das ist einmal Saburo, der sogenannte Buddha, denn er starrt immer nur vor sich hin und ist so, ja, wie ein lebender Buddha, ist schon dreimal sitzen geblieben und sagt nie einen Ton. Dann Tokio, der Toki genannt wird, der wie sie immer nur Ärger macht, das heißt, genauso wie sie viel schlägermäßig unterwegs ist. Und als letztes Kenichi, beziehungsweise Ken genannt. Er steht total auf Toki und ist dadurch schon mal als Junge für sie ausgeschlossen. Genauso wie Tokio, denn mit ihm hatte sie halt vor der Schule schon die Erfahrung bezüglich des kleinen Kampfes gemacht. Aus dem Grund, weswegen sie halt zum Direktor musste. Und der lebende Buddha ist natürlich auch nicht so das Tollste für eine Beziehung. Sie hat also schon ziemlich die Nase voll von dieser Klasse, bis sie dann Shin trifft. Shin ist auf dem Schulhof am Schlafen, beziehungsweise auf einer Bank. Und sie weckt ihn halt und er bedankt sich, dass sie ihn geweckt hat. Und ist ja sehr nett zu ihr und sie ist total hin und weg und erfährt dann später, dass er auch in einer Sonderklasse ist. Und zwar in einer für intelligente, also begabte Schüler. Und ja, sie findet ihn halt sehr toll und möchte am liebsten mit ihm zusammenkommen. Also sie hat sich schon so ein bisschen verguckt in ihn. Allerdings ist nicht alles rosa-rot Sonnenschein, wie sie es jetzt gerne hätte mit der Liebe. Und zwar ist Tokio da ziemlich im Weg, denn Tokio lädt sie zu einem Kampf ein. Natürlich erscheint sie nicht und am nächsten Tag in der Schule regt er sich total auf und will mit ihr kämpfen. So, komm, lass uns jetzt fighten. Ja, was dann auch passiert und in dem Moment kommt Shin und das ist natürlich ihr total so, oh nein, ich muss doch das liebe Mädchen sein, ich kann doch jetzt nicht, oh mein Gott, was tue ich jetzt? Und Shin sagt dann nur, ach, ich mag ja starke Frauen und dann gibt sie Tokio erst recht ein so Klatsch und er fliegt erstmal. Okay, also Shin mag starke Frauen, gut. Nicht so schlecht für sie, das ist eher zu ihrem Vorteil. Ja, kurz darauf steht ein Allgemeintest für die Baka-Klasse an. Dieser Allgemeintest besteht darin, dass erstmal ein total bescheuerter Lehrer kommt, der von sich so überzeugt ist und meint, oh mein Gott, lasst euch bloß nicht von meiner Schönheit blenden, dass sich alle nur denken, oh Gott, sei bloß ruhig, dich können wir ja gar nicht im Kopf haben. Und der Allgemeintest besteht dann darin, dass Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Da ist ein Mafia-Boss und der will dich attackieren und natürlich sagen alle die falschen Antworten auf die speziell zu ihnen gestellten Fragen. Nero würde zum Beispiel auch zuschlagen und Tokio natürlich auch und das ist natürlich ein totales Durchfall. Das ist halt so die falsche Antwort, also sie fallen durch sozusagen, weil sie sollen natürlich diesem Streit ohne Gewalt begegnen und ihm, wenn möglich, auch aus dem Weg gehen. Ja, und der Lehrer ist halt nicht so das Wahre. Und als er dann nachher erfährt, dass Nero
wegen Shin auch so ein bisschen verliebt ist, in Shin so ein bisschen auch verliebt ist und alles, macht er sich über Nero lustig und Tokio reagiert aber gut darauf, beziehungsweise nicht gut, denn er schlägt den Lehrer erstmal und Nero klatscht ihn dann aus dem Fenster, also eigentlich keine gute Reaktion, aber Nero ist in diesem Moment dann echt glücklich über die Reaktion von Toki und es ist natürlich so, okay, sie haben den Lehrer aus dem Zimmer geschlagen und Shin sieht es dann nur und lächelt sie nur so an, so, hast du toll gemacht mäßig, was sie natürlich so erst recht noch bestärkt in dieser Sache. Ja, kurz darauf ist dann ein Klassenausflug. Ja, Nero sucht natürlich nur nach Shin. Shin findet sie dann nachher und sie ist so aufgeregt, dass sie ihm aus Versehen am Kopf verletzt. Ist aber nichts Schlimmes, sie reagiert allerdings total panisch und über und ja, Shin gibt ihr dann einen Kuss auf den Kopf, so von wegen, hier ist alles gut, ich bin ja nicht aus Zucker. Und sie ist natürlich so overhappy und so, oh mein Gott, ich darf mir nie wieder die Stirn waschen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat mich geküsst auf die Stirn und total überglücklich. Und rennt dann nachher nochmal zu ihm hin und sagt ihm dann voller Elan, ich liebe dich auch. So, wie auch? Weil Tokio ist natürlich in diesem Moment genau daneben. Und dann ist es so, wie auch? So. Hä? Hat er ihr gesagt, er liebt sie, davon hat noch niemand was mitbekommen. Ja, sie ist natürlich in dieser Situation so stürmisch, dass die beiden einen Abhang runterkullern, also sie und Shin, in einer kleinen Hütte dann nachher landen und ein Bär auf einmal in der Tür steht, gefolgt von Toki, der diesen Bären erst nicht bemerkt hat und dann voller Panik, oh mein Gott, ein Bär erstmal ist und Shin ganz cool geht zu dem Bär und redet mit dem Bär und will von ihm wissen, was der Bär will und der Bär sagt so, ich hätte gerne Neros Shirt, da ist ein Bär drauf. Und so, hä, okay, also Nero zieht dich aus, gibt dein Shirt ab, so, okay, gut, gib dem Bär das Shirt. Ja, als der Bär dann endlich weg ist, klappt Nero zusammen, sie hat ihre Tage, der zweite Tag ist bei ihr der schlimmste. Und ja, sie klappt dann erstmal zur Seite und Toki ist total panisch und will sie zurücktragen und Shin muss ihn dann erstmal beruhigen, obwohl die beiden sich ja eigentlich überhaupt nicht leiden können, versucht Shin ihn dann in diese Situation zu beruhigen und sagt, hey, du musst einen klaren Kopf bewahren, aber es fährt Tokio halt schwer, weil er so ein bisschen Gefühle auch für Nero schon entwickelt hat. Und ja, später im Krankenzimmer ist Nero dann halt mit Shin zusammen und sie reden über dieses, ja, Liebesgeständnis und dann sagt Shin ihr, dass sie ruhig sagen darf auch, denn er liebt sie wohl auch und daraufhin sind die beiden dann halt zusammen. Und kurz darauf haben sie dann noch ihr erstes Date. Nero macht sich richtig hübsch dafür, will dann zu diesem Date. Allerdings kommen ein paar Mädels aus der Schule dann an und wollen ihr erst die Haare abschneiden, was allerdings schief geht und dann landet Farbe in ihren Haaren und die Farbe, die sie da benutzt haben, geht nicht wieder raus und Nero sieht keinen anderen Ausweg, als zur Schere zu greifen und sich ihre schönen langen Haare so schnipp erstmal bis hier abzuschneiden und ja, geht dann so zu dem Date. Shin merkt natürlich, dass irgendwas vorgefallen ist, allerdings erzählt Nero ihm eine Lüge, so von wegen, oh ja, das war meine eigene Schuld, so das war niemand anderes und ja, Shin weiß natürlich, hier, da kann irgendwas nicht stimmen und ist total sauer deswegen. Und deswegen war das Date natürlich auch der totale Flop und ja, Shin macht dann am nächsten Tag eine Ansprache, weil ja, er einfach den Mädels sagen will, hey, das geht so gar nicht, sie ist meine Freundin, behandelt sie vernünftig und ihr könnt nicht so scheiße zu ihr sein und macht halt wirklich eine klare Ansage, was da jetzt Sache ist. Ja, Tokio kommt dann plötzlich zu Nero kurz darauf mit schwarz gefärbten Haaren und schnappt sich Nero hier über die Schulter und schleppt sie dann erstmal mit und sagt ihr dann so, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. So. Und sie so, nie im Leben, das wird never ever irgendwas. Und macht ihm eine klare Ansage so, bis hierhin und nicht weiter, du kommst niemals mit mir zusammen. Ja, so, okay, das war eine Abfuhr. Und kurz danach sind die Haare auch wieder blond von Toki. Ja, und zum Ende des Bandes sehen wir dann noch, wie Nero ein Foto gezeigt wird. Und zwar ist auf dem Shins Ex-Freundin zu sehen, die wohl das schlimmste Mädchen auf Erden sein soll, laut Aussage. Ja, und so endet der erste Band. Ja, Obaka-chan ist, finde ich, ein sehr interessanter, lustiger und auch gefühlvoller Manga. Also er hat wirklich alles, was ein guter Manga braucht. Vor allen Dingen auch viele lustige Szenen mit vielen lustigen Gesichtern auch und
ja, einfach viel Spaß und man sieht, was die da für einen Mist anstellen. Und einen tollen Zeichenstil auch. Also ich finde den Zeichenstil sehr hübsch. Obaka-chan hat wirklich einen tollen Zeichenstil. Der Manga, wie man hier vielleicht sehen kann, finde ich richtig süß. Auch die Farben, die sie für das Cover benutzt hat, finde ich total niedlich. Ich stehe ja so auf rosa und auf dieses Türkis und so. Und es ist wirklich eine lustige Story. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich so, man ist so die ganze Zeit zwischen ja, Lachen und oh mein Gott, Momenten hin und her gerissen. Und das macht den Manga einfach so interessant auch. Und auch diese Sache mit Shin und Toki und dass Shin so schnell auf Nero eingegangen ist und Nero versucht, das nette Mädchen trotzdem noch zu werden, ist so ein bisschen so, ja, okay, lustig und sehr super verpackt in diesem Manga. Und deswegen kann ich den einfach nur empfehlen, denn es ist wirklich ein interessanter und lustiger und aber auch spannender Manga. Und ja, das war die kurze und knappe, ja, kurz und knapp ist gut, aber die Review zum ersten Band sozusagen. Und ja, wie gesagt, im letzten Video habe ich ja schon angekündigt, es kommt noch einiges an Reviews, an Wunsch-Reviews. Ich arbeite mich langsam voran. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video.